Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal meine Essentials, die nicht in meiner Sporttasche fehlen dürfen. Ich habe da so einiges drin. Die Tasche ist relativ schwer. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch und ihr seht Sachen, die ihr so vielleicht gebrauchen könntet und die ihr auch nicht missen möchtet. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit diesem Ding hier. Also das hier ist meine Gymbag, meine Sporttasche, die ist von Gym Junkie in so einem Camouflage mit rosa und lila. Und hier an der Seite hat man so ein Seitenfach. Hier ist auch eine Tasche, die kann man aufmachen. Das kennt ihr wahrscheinlich, das haben eigentlich die meisten Taschen. Dann kann man hier zum Beispiel Schuhe oder so reinmachen. Dann habe ich hier noch zwei so Griffe und einen Gurt. Und dann machen wir die mal auf. Naja, was ich vergessen habe, und zwar an der Seitentasche. Hier habe ich immer Sparkling Aminos dabei von Foodspring, falls ich vom Gym Energie brauche oder so. Und die kann man halt super einfach mitnehmen, wenn man unterwegs ist. Ich habe jetzt hier die Geschmacksrichtung Pfirsich, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Das ist einfach ein Energy Drink mit natürlichem Koffein aus der Guarana-Pflanze. Ich mache den jetzt mal auf. Ich glaube, ich trinke jetzt mal ein kleines Stückchen davon. So geil. Vor allem im Sommer. Okay, dann fangen wir mal an. Ich mache das jetzt einfach ganz ohne Plan. Ich greife einfach rein und schaue, was rauskommt. Okay, mit was fangen wir an? Ah, okay. Ja, das hier ist meine Powerbank. Eine Powerbank darf bei mir nie fehlen. Ich bin generell so ein Mensch. Ich habe irgendwie immer nie Akku. Keine Ahnung. Ich habe zwar ein iPhone X, aber keine Ahnung. Irgendwie ist der Akku da immer leer. Und ich bin auch so ein Mensch, ich vergesse es immer aufzuladen. Deswegen ist eine Powerbank ein wirkliches Must-Have für mich. Gerade wenn ich auch Stories oder so mache im Gym. Oder falls einfach der Akku leer wird. Ich will ja auch Musik hören während dem Training. Und keine Ahnung. Deswegen auf jeden Fall ein Must-Have für mich. Dann habe ich immer ein Nackenpolster dabei. Das könnt ihr auf eure Langhantel tun und damit könnt ihr eben Squats machen oder ich mache damit eben meistens Hip Thrusts, weil ich habe da einfach gerne mein eigenes dabei, weil im Gym sind die meistens immer ziemlich kaputt oder man findet keine und deswegen bin ich da immer ganz froh, dass ich mein eigenes dabei habe und natürlich auch in Pink. Ich werde euch auch zu den ganzen Sachen, die ich zum Beispiel bei Amazon oder so bestellt habe, unten in die Infobox einen Link reinmachen. Dann könnt ihr das ganz einfach nachkaufen. Das hier ist nämlich zum Beispiel auch von Amazon, kostet ungefähr 18 Euro oder so und ist wirklich eine super Investition. Dann natürlich ganz wichtig, ein Handtuch. Es wäre ein bisschen unhygienisch, wenn man ohne Handtuch trainiert. Einfach ja, zum Unterlegen auf Geräte oder wenn man einfach irgendwelche Übungen macht und ganz einfach gegen Schweiß natürlich. Dieses Handtuch ist jetzt hier von Gym Junkie. Das ist halt auch so eine super Größe fürs Fitnessstudio. Nicht zu groß, nicht zu klein. Ich finde auch so Mikrofaserhandtücher voll toll. Aber aktuell benutze ich jetzt dieses hier in Schwarz, ganz schlicht. Dann, das kommt mir hier entgegengesprungen, mein Geldbeutel. Normalerweise habe ich hier auch immer meine Gymkarten dabei, also meine Mitgliedskarte. Aber da wir jetzt aktuell bei CleverFit trainieren, habe ich jetzt nur so ein rotes Bändchen. Eigentlich bräuchte ich den gar nicht, den Geldbeutel, aber es ist halt immer gut dabei zu haben. Dann haben wir hier einen Shaker und zwar ist der von Foodspring. Die sind richtig gut, weil die einfach nicht auslaufen, auch wenn ihr die mehrmals in die Spülmaschine macht, die laufen nicht aus. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wie wenn euer Shaker undicht ist und ihr dann ja, die ganze Sauerei, wenn ihr zum Beispiel auch Whey oder so reinmacht, dann in eure Sporttasche oder sonst irgendwo habt. Deswegen kann ich die euch wirklich sehr empfehlen. Ja, normalerweise ist da auch noch so ein kleines Metallkügelchen, Bällchen dabei, wo man sich dann eben sein Whey, sein Proteinshake damit mixen kann. Aber ich trinke im Fitnessstudio jetzt kein Whey, ich trinke eigentlich meistens nur Wasser. Genau, Shaker darf nicht fehlen. Was ganz wichtig ist, sind Kaugummis. Auf Kaugummis kann ich nie verzichten, die sind überall dabei, in jeder Handtasche. In meiner Gymbag dürfen die also auch nicht fehlen. Und ja, ich habe jetzt hier so welche mit Xylit. Die sind ganz okay. Ja, Kaugummis halt. So, und dann kommen mir hier auch schon zwei pinke Fußschlaufen entgegen. Die sind von Fitgriff, die gibt es auch bei Amazon. Die benutze ich total gerne, wenn ich Beine trainiere, für Cable-Kickbacks oder für Abduktion am Kabelzug. Diese Fußschlaufen hat auch eigentlich nie ein Gym, deswegen muss man sich sowas selbst zulegen. Ich bin super zufrieden mit denen, ich habe die jetzt schon seit 2 Jahren oder so und ja, sind auch immer dabei.
Ihr seht schon, ich habe alles in pink. Hier kommt mir wieder was in pink entgegen. Und zwar sind das meine Fitnessbänder. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Und zwar habe ich hier jetzt einmal Medium. Dann habe ich noch, also insgesamt sind es 4 Bänder. Diese kommen hier in diesen kleinen Beutelchen. Da gibt es eben Medium, Heavy, Extra Heavy und Light. Und die benutze ich halt eben auch, wenn ich Beine trainiere. Und vor allem auch zum Aufwärmen der Po-Muskulatur oder so finde ich das richtig toll. Und naja, natürlich in rosa, ihr wisst Bescheid. Gibt es auch bei Amazon, Link ist in der Infobox. Alles in rosa. Dann sehe ich gerade, dass ich hier noch mein Schloss habe. Wir haben ja früher mal bei Fitstar trainiert, aber jetzt sind wir umgezogen. Deswegen brauche ich das Schloss eigentlich gar nicht mehr für den Spind, weil wie gesagt, das funktioniert ja mit diesen Bändchen. Das kann ich eigentlich auch mal rausmachen. Dann kommt mir hier noch ein Proteinriegel entgegen, weil ich bin so ein Mensch, ich kriege immer meistens richtig Hunger nach dem Training oder auch während dem Training und ich bin ziemlich schlecht gelaunt, wenn ich Hunger habe. Und ich will dann auch wirklich sofort was zum Essen, deswegen habe ich immer einen Proteinriegel dabei und hier ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung Mango Milkshake. Die sind richtig lecker, den würde ich jetzt auch am liebsten essen, aber das mache ich jetzt nicht. Und genau, bei Foodspring bekommt ihr auch 15% mit meinem Code SKYFSG. Ja, den möchte ich wirklich nicht missen. Ja, jetzt neigen wir uns schon fast dem Ende zu. Natürlich dürfen Kopfhörer auch nicht fehlen, weil ohne Musik geht bei mir gar nichts im Gym. Eigentlich habe ich AirPods, die hat mir der Julian zu Weihnachten geschenkt, aber er benutzt die zurzeit immer selber und er ist gerade im Fitnessstudio, deswegen zeige ich euch jetzt stellvertretend einfach diese hier mit Kabel. Ich habe auch eine Spotify-Playlist, die ihr kostenlos abonnieren könnt. Da habe ich so Motivationslieder drin. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Den Link packe ich euch auch mal rein. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr Musik fürs Training sucht. Oder ihr schreibt mir auch mal eure liebsten Songs fürs Training, wo ihr richtig motiviert seid und wo ihr richtig abgeht, unten rein in die Kommentare, weil ich bin da natürlich auch immer auf der Suche nach neuer Inspiration und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da ein paar Tipps für mich habt. So, dann sehe ich hier meinen Kulturbeutel. Das ist so eine Tasche, die ist von Zara, die war mal in so einer größeren Shoppingbag drin. Dann schauen wir mal rein, was wir hier drin haben. Und zwar habe ich hier einmal mein allerliebstes Deo, das ist ohne Aluminiumsalze, das ist von Aloe oder Forever heißt die Marke, glaube ich. Ja, genau, Forever heißt die Marke. Das gibt es nicht überall, aber das kann ich euch wirklich empfehlen, es hält auch wirklich ewig. Das ist halt eben so ein Deo-Stick mit Aloe Vera und der ist halt super, falls ihr auch so leichte Irritationen oftmals bekommt beim Rasieren, kann ich euch wirklich super empfehlen. Den liebe ich total. Dann haben wir hier drin eine kleine Handcreme, falls die Hände spröde sind nach dem Training oder so. Oder auch für raue Hautstellen benutze ich die gerne. Eine Nagelfeile, falls die Nägel abbrechen sollten, wenn wir mit irgendwelchen Hanteln montieren oder so. Taschentücher dürfen natürlich auch nie fehlen. Und dann habe ich hier so eine coole Haarbürste, die ist von Eco, die ist richtig cool. Und zwar ist die eben super auch für die Handtasche oder für die Gymbag. Da könnt ihr nämlich hier so einen Aufsatz drauf machen und dann ist es quasi geschützt. Und hallo, wie schön ist die Farbe, natürlich in rosa und so verspiegelt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann habe ich hier noch so ein Desinfektionsmittel drin für die Hände einfach, wenn man unterwegs ist, mag ich das gern, wenn man so viele Sachen anfasst oder so, dass man sich die Hände ab und zu mal desinfiziert. Ein Einwegrasierer. Haargummis. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich vergesse so oft meine Haargummis, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und dann stehe ich da mit meinen langen Haaren jetzt im Sommer. Das ist ein absolutes No-Go, das darf wirklich nicht passieren, deswegen habe ich immer Haargummis dabei. Und ja, manchmal muss ich dann auch im Gym nachfragen, ob die da an der Theke, die Leute, irgendwelche Haargummis für mich haben. Das ist super peinlich, aber naja. Okay, was habe ich hier noch drin? Eine kleine Parfumprobe und einen Lip Liner. Keine Ahnung, wieso ich einen Lip Liner dabei habe. Das Parfum ist von Byredo Flowerhead. Das ist so eine kleine Probe. Und ich dusche halt eigentlich nie im Gym. Deswegen habe ich jetzt auch kein Duschmittel oder so dabei. Ich dusche lieber zu Hause und wir haben es eh nicht weit. Das sind 10 Minuten. Und meistens gehe ich nach dem Gym auch nicht irgendwo hin. Deswegen, ja. Hier haben wir ein OB. Ihr wisst wofür. Und dann sind wir schon fast am Ende. Und zwar habe ich jetzt hier eigentlich nur noch meinen
meinen Schlüssel, meinen Autoschlüssel, Haustürschlüssel, Briefkastenschlüssel und so habe ich natürlich immer dabei. Und hier habe ich noch einen Tripod, den gibt es auch bei Amazon. Den habe ich eigentlich hauptsächlich dafür, wenn ich mich halt eben für die Story oder so filme. Der ist halt richtig cool, da könnt ihr hier oben euer Handy einspannen und dann eben auch aufrecht filmen. Bei den meisten Tripods, da könnt ihr euch nur so filmen, also dass die Kamera quasi senkrecht drin steht. Und das ist halt blöd für Stories, weil ich brauche ja Hochformat und kein Querformat. Aber ich bin wirklich zufrieden mit dem Ding und ja, die Leute gucken zwar immer ein bisschen doof, wenn man so ein Teil da mitschleppt, aber naja, ich mag's. Ja, was haben wir hier noch? Das war's. Ja, fertig. Das war's. Die Tasche ist jetzt leer und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und schreibt mir auch mal gerne eure Essentials fürs Gym in die Kommentare. Falls ihr irgendwas habt, was ich noch nicht habe und was ich unbedingt haben sollte, dann würde ich mich natürlich sehr über eure Tipps freuen. Und sonst würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!